Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. VfR-TV, Spiel ist aus, unsere Mannschaft hat 3:2 gewonnen. Ich begrüße Daniel Maus, hallo Daniel. Hi. Daniel, wie siehst du das Spiel, gerade die ersten 45 Minuten? Also ich finde, dass wir die ersten Viertelstunde, 20 Minuten deutlich überlegen waren. Buchbach ist da nicht so richtig zu dem Spiel gefunden. Wir haben die ersten zwei Chancen gleich genutzt, haben richtig aggressiv, haben uns eingeschworen, dass wir richtig vorne drauf gehen. Es ist uns gelungen zum Glück. Und jetzt sind wir dann zum Glück durch die ersten zwei Aktionen eben 2-0 in Führung gegangen. Haben dann leider noch kurz vor der Halbzeit das an den Anschlusstreffer hinnehmen müssen. Ein bisschen unglücklich, aber sonst top Leistung der Jungs. Erste Halbzeit überragend, zweite Halbzeit gut, hat dann Buchbach natürlich, mussten mehr aufmachen, haben dann die ein bisschen mehr Spielanteile gehabt, aber trotzdem war es absolut verdient heute, finde ich. Und ja, super Sache, super Gefühl, wir gehen gleich positiv in die Liga, das wollten wir erreichen. Nächste Woche wartet ein Riesenkracher und vor mega vielen Zuschauern. Im geilen Stadion in Haching gegen eine Top-Mannschaft. Von daher ist es schon mal super, dass wir so gestartet sind, können wir mit einem guten Gefühl hingefahren. Da du Haching gerade ansprichst, wir haben ja berichtet, dass dementsprechend die Liga, haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht, wird ja immer mehr profimäßig. Ja. Ja, das heißt, es sind ja nicht nur die zweiten Mannschaften, sondern auch andere Vereine stellen immer mehr Profi ab. Du hast noch ein interessantes Nebenhobby, wo es auch um Profis geht, indirekt. Genau, ich habe mit einem Kumpel zusammen eine Seite, die heißt Fußballprofi werden. Auf Facebook sind wir überwiegend, auf YouTube vertreten. Wir interviewen einfach Profifußballer, erste, zweite Liga, namhafte Spieler teilweise, die einfach Tipps an jungen Spieler geben, was sie in ihrer Jugend gemacht haben, was sie vielleicht anders gemacht haben, wie sie junge Spieler besser machen können. Viel mental, viele Tipps, die man in der Praxis umsetzen kann. Und es macht mega viel Spaß, mit den Profis sich zu treffen, zusammenzusetzen, die mal kennenzulernen, wie die ticken, wie die halt ihr Leben auch privat führen, was sie alles noch zusätzlich machen. Und das ist eine super Sache, macht Spaß und die bringen meist noch ein Trikot mit und dann gibt es noch ein Gewinnspiel und die Jungs freuen sich da sehr, die auf unserer Seite sind und ich denke, es ist sehr hilfreich. Und der Gewinner ist definitiv die jungen Leute, die mal Profi werden wollen, richtig? Genau, für dieses gedacht, dass die eben sich da Tipps von den Profis holen können, einfach durch diese Interviews. Und wir haben unterschiedlichste Spieler, Stürmer, Mittelfeldspieler, Verteidiger, Torhüter, alles mögliche für jede Position. Jeder kann sich da seine Tipps holen. Wir sind dran, wir schreiben mit vielen. Die sind schwierig festzunageln, die Profis haben natürlich auch viele Termine. Aber bis jetzt ist uns gut gelungen. Wir haben immer wieder neue Termine und Interviews gemacht und das macht mega viel Spaß. Und wir haben richtig gutes, positives Feedback von den jungen Leuten bekommen für die Seite. Die jungen Leute, die jetzt auch das Video sehen, können sich direkt über Facebook dann an dich wenden, wenn sie Fragen haben oder wie läuft das? Genau, jederzeit auf Facebook, auf unserer Seite kann man uns schreiben. Wir versuchen alles aufzunehmen, auch gerne Fragen, was wir mal einem Profi stellen können, dann versuchen wir die einzubauen und so einfach den jungen Leuten zu helfen, die vielleicht auch nicht so den Einblick haben in die großen Vereine, die vielleicht auf dem Land sind oder beim kleinen Verein spielen und dann einfach nicht an diese professionellen Trainingsmethoden der großen Vereine rankommen. Und für die ist es gedacht. Also, damit ihr es nochmal wisst, kurz Zusammenfassung. Guckt auf Facebook bei Daniel Maus, der postet regelmäßig was, schaut an, schreibt ihn an. Wenn ihr mal Profi werden wollt, könnt ihr euch da viele Tipps geben lassen oder auch fragen. Der macht alles für euch und jetzt schauen wir uns, dass wir unseren Trainer ranholen können. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich wollte noch kurz einwerfen, Seite ist Fußballprofi werden, also nicht meine private Seite auf Facebook, sondern wir haben extra Seite, die heißt Fußballprofi werden eben. Die findet man natürlich auch über meine private Seite, aber genau, und so findet ihr uns. Perfekt, dann wisst ihr jetzt Bescheid, ihr habt alle Informationen. Ich gehe jetzt auf die Trainerjagd, dass ich den noch erwische und dann hört ihr gleich noch ein paar Stimmen von ihm. Danke, bis dahin, ciao. Danke. Ja, jetzt habe ich auch unseren Trainer erwischt, vom Daniel zum Daniel. Daniel, wir haben gerade den Daniel Maus interviewt, der hat uns ein bisschen einen Eindruck vom Spiel gegeben, die würden wir jetzt auch gern von dir hören. Ja, also ich bin riesen stolz auf meine Mannschaft. Ich glaube, wir haben heute hochverdient gewonnen. Die Differenz mit einem Tor hört sich knapper an, als das Spiel war. Ich glaube, wir haben heute alles auf den Platz gebracht, was wir im Köcher hatten. Die nötige Aggressivität, die Spiellaune und auch die Abschlussmentalität, vorne das Tor machen zu wollen. Hinten haben wir super gefightet und dementsprechend haben wir dem Gegner, das ist das Einzige, was heute nicht so ganz so toll ist, wir haben ihm zwei Tore aufgelegt. Also mit dem Ausrutscher vom Flo und hinten mit diesem Murmeltor da durch alle durch, mit viermal abgefälscht oder sowas, mitten ins Tor hinein.
ist natürlich sau ärgerlich, aber ich war mir sicher, dass wir nach dem 3-1 das Ding auf unsere Seite holen. Ich würde dich gerne nochmal erinnern, du hast vor 2 Jahren einen Satz gesagt, beziehungsweise vor knapp 3 Jahren war es, den würde ich gerne wissen, ob er für die Saison auch wieder zählt. Offensivfußball, egal gegen wen? Also wir sind keine Mannschaft, die sich nur hinten rein verziehen kann. Es wird einen Gegner geben, vielleicht die uns nicht rauslassen hinten, die uns spielerisch so dominieren. Aber ich versuche anstrengend gegen Gegner eine Lösung zu finden und auch ihre Räume irgendwo zu attackieren, damit du Ballgewinne hast. Und das werden wir trainieren, werden wir immer versuchen, immer wieder auf jeden Gegner abstimmen. Und dann werden wir sehen. Kommen wir ganz kurz auf die Neuen. Ich meine, die haben sich ja, finde ich persönlich, super eingefunden. Nicht nur fußballerisch, sondern auch vom Charakter und von der Mentalität. Wie siehst du es? Also ich muss sagen, ich bin heilfroh über jede Verpflichtung, die wir da getätigt haben. Die ist komplett gut für uns. Jeder hat seine Rolle und seine Aufgabe in der Vorbereitung gut gemacht. Hat sich angeboten. Die Mannschaft hat sich wirklich in den Arsch aufgerissen, 4 Wochen. Auch damit jeder spielt. Dementsprechend hatte ich ein bisschen so die Qual der Wahl auf ein paar Ecken. Aber ich habe, glaube ich, heute den richtigen Schlüssel gefunden dafür. Und das wird halt wichtig. Und es wird es nicht geben mehr, es gibt es nirgendwo mehr, vor allen Dingen nicht auf unserem Niveau, dass es so die absolute Stammelf gibt und dahinter ist irgendwas. Ich wollte gerade sagen, du hast die Qual der Wahl, weil wenn man sieht, was draußen noch wartet, das sind ja jetzt auch so Leute, die jederzeit in der Startelf spielen können. Ja, also wenn man alleine über vorne sieht und im Zentrum mit Olli und mit Eisi, sind natürlich von der Qualität ähnlich. Beides schnelle Spieler, beides Spieler, die den Gegner wirklich aufarbeiten können und viel tun. Olli mit seiner Schnelligkeit immer wieder im Gegner im Laufduell auch wehtun kann. Das ist natürlich, und dann hast du noch so einen Spieler in der Box wie den Stefan, der in Spielen, wo du vielleicht auch zurückliegst oder wo der noch ein bisschen Zeit braucht, muss man auch sagen. Mhm. Der muss sich erstmal, 3 Klassen Unterschied ist schon ein Brett. Aber der macht es auch richtig gut und der hat einen super Punch am Schluss. Alles gut, viel Glück noch. So bleiben. Wir brauchen Glück, verstanden. Ja, so geht's, ne, beim Live-Interview. Jetzt habe ich leider ein bisschen den Faden verloren, deswegen würde ich dir jetzt einfach die letzten Worte geben. Vielleicht, dass du einfach mal zu der Kulisse heute was sagst. Ja, also in einem Heimspiel, wir kennen das nur von direkten Derbys. Jetzt ist Buchbach eigentlich nicht das direkte Derby schlechthin, wie Ismaning oder Eching oder sowas. Aber muss ich sagen, allen Respekt heute. So eine Kulisse wünsche ich mir wirklich in jedem Spiel, in jedem Heimspiel. Und wahrscheinlich wird es dann gegen Bayern und gegen 60 nochmal oben drauf was geben. Aber das tut der Mannschaft wahnsinnig gut. Ich glaube, wenn wir so präsentieren, und dann kann das auch ein paar Leute mitreißen, auch nicht nur unsere Garchinger-Fans, sondern auch so diesen fußballinteressierten Münchner und im Umland. Ich hab mal hochgeguckt nach dem Spiel, also waren viele bekannte Gesichter, die man aus dem Fußball kennt und die interessieren so Spiele und das ist schön und ich hoffe, wir können da viel zurückgeben, sodass sie öfters kommen. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr viel zurückgeben könnt. Ich schließe mich den Worten an, das war eine schöne Kulisse, aber ich möchte natürlich auch nicht nur unsere Mannschaft heute hervorheben, sondern auch unsere ehrenamtlichen Helfer haben wieder einen super Job heute gemacht. Mit den Worten verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Abend. Ciao!